Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Agenesis Part 2. Ja, wir haben ja das letzte Mal Vorbereitungen getroffen, um uns unten in der Unterwasserbase ein bisschen heimisch zu machen. Und wir haben das Tüller-Baby noch gemacht. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg, beziehungsweise ich bin jetzt auf dem Weg, dass wir da unten mal so einen Ticken weiterkommen. Ich sehe gar keine Lotstrahlen, doch da. Da sind Lotstrahlen. Könnte was Gutes drin sein. So, man muss gucken. Genau, da in den müssen wir rein. Unter Wasser gibt es kein Loot, ne? Doof. Kein Loot. Den Loot da hinten holen wir uns erst noch schnell. Auf einmal so langsam, ne? Sie fliegen auf einmal so langsam. Na gut, er ist auch ziemlich voll gepackt. Also ich habe noch ein bisschen Metall mitgenommen. Und Zement, dass wir uns da unten auch zur Not noch was bauen können. 12 Foundations habe ich schon hergestellt. So für den Anfang. Oh, hier sieht es relativ. Ich wollte gerade sagen, es sieht relativ entspannt aus. Hatte sich dann so gleich wieder erledigt. Also das nervt mich ein bisschen, dass die. Dass die Delfine hier so wegschwimmen, wenn man absteigt. Also das habe ich auf dem Surfer nicht gehabt, das Problem tatsächlich. Obwohl, wisst ihr, es ist zwar auch Fiumia, sagt er. Nee, komm. Man hätte ja mal eine gute Waffe kriegen können oder so, aber nö. So, das ist der mittlere, richtig? So, dann schauen wir mal. Also das letzte Mal haben mich die, genau, die Fische bis fast hier oben hin verfolgt. Die Aale. Also wir brauchen uns nicht wundern, wenn die irgendwann mal alle oben schwimmen. Ja, höher. So, weil hier sind wir dann quasi direkt. Bei dem schicken Teil. Von hier hoch. Hi. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir ihn hier parken. Ich finde das unmöglich. Warum müsst ihr immer noch ein Stück fliegen? Ich verstehe es nicht. So, dann setzen wir als erstes, würde ich sagen, mal den Teleporter. Den setzen wir mal hier vorne irgendwo in die Ecke. Ja, zu weit in die Ecke dürfen wir ihn aber auch nicht setzen, weil nicht, dass wir uns hierher porten. Und wir stehen dann draußen. Wäre gänzlich unklug. Wir sollten ihn vielleicht doch da drüben hinten in die Ecke. Für den Fall, dass wir draußen rauskommen. Die Frage ist halt, wenn wir uns mit dem Tier porten, ne? Oh, das ist schwierig hier. Ich glaube, hier vorne ist doch so der beste Platz. Ah ja, wir haben die nicht beschriftet. Ja.
umbenennen. Unterwasser. Das ist schon der. Das ist die mittlere Bubble. Really? Wow. Ja, okay, hat funktioniert. Sehr gut. Umbenennen. Base. Eden. Eden und Rockwell. Unterwasserbase. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Das geht nicht. Oh nein, warum geht das denn nicht? Das ist doch nicht euer Ernst. Also hierher porten geht, aber hin nicht. Ach ja, ach Mann. Ach, die haben kein Fuel. Wieso kann ich mich denn nicht in die Unterwasserbase porten? Müssen wir es vielleicht doch mit den richtigen Teleportern machen? Das wäre dumm. Oder wir setzen den Teleporter raus ins Wasser. Also das ging früher zumindest immer. Ins Wasser porten. Wir gucken einfach mal. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ja, vielleicht müssen wir den hinter das Gebäude setzen, ins Wasser oder so. Wäre unvorteilhaft, aber besser, als dass es gar nicht funktioniert. Weil man fliegt ja doch schon immer eine Weile darüber. Wahrscheinlich gibt es auch hier einen Eingang. Aber ich will den jetzt nicht suchen. Ich will die Delfine eigentlich jetzt nicht in Gefahr bringen. Deswegen auch hier der Eingang. Klasse, weißt du, funktioniert wieder nichts. Nichts funktioniert hier. Mann. Jetzt werden wir eh gleich einmal gegrillt wieder. Nee, diesmal engt mal so viel an. Das schon wieder an. Eieieiei. Hi. Was ist das? Oh, ein Moser. Oh, zwei Moser. So. Ja, jetzt haben wir wieder beide Delfine hier. Aber Amalia packen wir mal weg. Die Frage ist halt, ich glaube, mit dem Krokodil hätte ich hier draußen gar keine Chance im Moment. Wir hätten, glaube ich, eher Krokodile züchten müssen. Vielleicht hätten wir mit denen eine Chance. Aber ansonsten wird es schwierig. Weil ihr seht ja, man kann da ja echt nur durchhetzen. So, ich würde jetzt gerne erstmal irgendwo die Barrel aufstellen. Die können wir auch direkt hier herstellen, das finde ich gut. So, da packen wir erst schon mal den ganzen Kram rein. Das ärgert mich jetzt, dass man sich hier nicht her teleportieren kann. Warte mal, du nimmst mal dieses Teil. Haben wir das jetzt auf ihm benutzt? Er hat das jetzt.
Ah ja, er hat jetzt so ein GPS über dem Kopf. Alles klar. Gut. Du kannst geortet werden, mein Freund. So. Möchtest gerne nochmal probieren. Wow. Also, wenn man so rausgucken kann, ist es schon schön, ne? Wenn man draußen ist, ist es nicht so schön. Da haben wir hier noch. Ich wäre jetzt gerade beherzt ins Wasser gesprungen. Hi, was machst du denn hier? Hör doch mal auf. Hör. Hallo. Er hört nicht auf zu schwimmen. Oh. Oh, ihr riecht einen aber auch, oder? Er hört nicht auf. Ich kann nicht aufhören zu schwimmen. Kann ich aufhören? Oh Mann, was ist denn hier los heute? Kann doch nicht sein. Immer aus der anderen Seite raus. Mal gucken, wie es da drüben so ist. Kann doch nicht sein, dass die Fische einen auf Gott weiß, was für eine Entfernung. Riechen. Ah, hier kann man es hin tun. Sollen wir es hier mal probieren? Ah, ich muss noch mal kurz hoch. Amalia habe ich dabei. Sabine. Könnten wir mal rauswerfen. Wäre halt interessant, ob Sabine sich hier irgendwie schlagen kann. Oder wie viel Schaden Sabine überhaupt macht. Also sie steht auf neutral. Neutral ist sie ja, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht. Also er hat 10.000, jetzt 11.000 Leben. Stellen die erstmal auf Passiv. So, ich versuche das jetzt nochmal mit dem Teleporter unter Wasser. Man, hier haben wir ja gerade einen Tick Ruhe, ne? Oh, das ist so ärgerlich, wenn das nicht funktioniert. Nö, es geht einfach nicht. Man wird sich wahrscheinlich da unten in die Ebene nicht teleportieren können. Ja, dann ist das schade. Das. Oh nein, jetzt hat die. Pennt die? Ach ja. Habe ich schon erwähnt, dass heute irgendwie
nicht so mein Tag ist. Mein Arktag. Das ist natürlich doof, ey. Dann kann man sich ja da unten ganz schlecht was aufbauen. Die Frage ist dann auch, ob die Teleporter überhaupt funktionieren hier auf der Map. Sprich, ob die überhaupt auch drüben ins andere Biom gehen oder ob sie ins Allbiom gehen, wenn sie nicht in die Unterwasserwelt gehen. Das könnte jetzt gleich unter Umständen lustig werden. Ja gut, wir sind so auch nicht wesentlich langsamer als mit Delfin. Jetzt lassen wir uns mal fallen. Kann mit der rechten Seite auch keinen Punch mehr machen. Hä? Was ist denn los? Was ist los in Ark? Sonst konnte man immer so ein... mit der rechten Hand. Oh, ich glaube... doch, ich kann auf. Hi! Blö! So, die Frage ist... oh Gott, ich hab noch den armen Jabour auf der Schulter. Hi! Es, geht erstaunlich gut. Geht fast besser als... mit Delfin. Muss ich sagen. Na, das ging doch jetzt problemlos. Dordele. Gut, also, wir haben dazugelernt, das funktioniert nicht. Schade. Aber wir können uns immerhin von hier weg teleportieren und dann können wir den Teleporter auch reinstellen. Also hier die Seite ist safer. Drüben habe ich das Gefühl. Ah jo, aber wir können wenigstens in die Hauptbase damit. Wir können nur nicht hierher zurück. Vielleicht machen wir dann doch irgendwann mal die Tech-Teleporter. Ich meine, hier könnten wir ja einen Tech-Teleporter hinstellen, wenn die Dinger hier überall sonst funktionieren, wäre es ja nicht schlecht. So, ich nenne ihn trotzdem jetzt Unterwasserbase. So. Gut. Hätte ja gerne einen Fisch gezähmt, ne? Sehen wir, ups. Sehen wir deren Level durch das Glas? Ja. Nicht wirklich gut, aber nee, funktioniert auch nicht so richtig. Ja, wundert mich heute nicht. Ja. Können wir hier oben irgendwas hinstellen? Mal hier Foundation Support oder haben wir hier nirgendwo Foundation Support? Wenn ich testen möchte, ob hier Foundation Support ist, muss ich auch irgendwas nehmen, was eine Foundation benötigt. Weil hier oben drauf zu bauen wäre schon nice, ne? Ja. Okay.
Wir haben hier keinen Foundation Support. Also müssen wir uns den selbst machen. Okay. Bisschen schief bin ich gekommen, aber ah, doch, bisschen dolle schief, ne? Oh, naja. Nehmen wir alles noch mal auf. Ist halt auch echt. Schwierig. Habe ich die? Jetzt gucken wir erstmal. Ja, das sieht gut aus. Ah, hier hinten ist ein bisschen weit weg, aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Das reicht ja eh nicht. Ah, wir kommen aber wieder schief. So. Oh wow, wir laufen direkt hier hoch. Okay. Interessant. Dann bauen wir uns hier schon mal ein bisschen was auf. Und die Folge ist schon wieder rum. Man hat das Gefühl, man hat gerade erst angefangen. Und dann ist die Folge schon wieder. Wei, wei, wei. So. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.